Oh, wir können zaubern ab jetzt. Das ist mal was Neues in so einem Rollenspiel. Oder Keeping Point. Wenn guter Rat teuer ist, öffne das Inventar und klicke auf den Zauberstab. Ratsucher am rechten Rand des Zauberstabs. Wie funktioniert das? Mit dem Ratersuch kannst du in Gedanken mit mir in Verbindung treten. Und ich werde dir einen Hinweis geben, der dir hoffentlich weiterhelfen kann. Zusammen mit deiner Münze wirst du den Herausforderungen, die sich dir stellen werden, mit Zuversicht entgegentreten. Ich werde hier auf dich warten, Jack. Das ist also ein Spoilerstab. Ich finde diese halbepische Musik im Hintergrund auch gerade sehr schön. Wipfelfest? Ich dachte, ich werde Magier. Deine magische Ausbildung beginnt nach den Vorbereitungen für das Fest. So viel liegt noch vor dir. Ich beneide dich darum. Doch es ist nicht viel Zeit. Also, beeil dich, Jerry Haselnuss. Ganze Welten warten darauf, von dir entdeckt zu werden. So viele Zauber darauf, von dir gelernt zu werden. Ich finde das lustig. Wir machen das Wipfelfest, haben 2 Tage Zeit für unsere Ausbildung und das Wipfeltippfest ist der Abschluss der Ausbildung. Das heißt, in 2 Tagen zum kompletten Magier. Das ist ja sowas von schnell, das kann kein gutes Ende nehmen. Man siehe oder lese den Zauberlehrling. Wie war das mit den Baumläufern und den Portalen? Wir Baumläufer nutzen magische Portalbäume, um zwischen verschiedenen Welten hin und her zu reisen. Kindermärchen. Ein Baumläufer ist ein Magier, der durch die Welten schreitet. Durch die Portalbäume. Sagen und Mythen. Mitnichten. Portalbäume sind Bäume, deren Wurzeln unendlich tief in das Geflecht der Realitäten reichen. So tief also, dass sie an mehr als nur einem Ort existieren und magische Verbindungen schaffen. Einige nutzen diese Verbindungen, um zwischen den Welten hin und her zu wechseln. So auch wir Baumläufer. Genau. Um den Hilflosen zu helfen. Uhu. Und der Mythos lebt ein weiteres Mal auf. Ort, Zeiten und Möglichkeiten bilden eine nahezu unendliche Zahl von Welten. Du wirst von mir in der Tradition der Baumläufer ausgebildet und dir dieses alte Wissen um das Weltenwandern aneignen. Okay. Na, dann machen wir uns mal wieder an die Arbeit. Ich mach mich dann mal wieder an die Arbeit. Viel Erfolg! Danke, danke. Wir haben das Reitergemälde uns hier noch gar nicht angesehen. Eine uniformierte Maus auf einem... Käfer! Das ist ein Gemälde des Gründers unserer Stadt, Magistrat Mäuserich von Mauswald. Er legte den moralischen Grundstein für unseren schönen Mäusewald und unsere Hauptstadt Mauswald. Moralischer Grundstein? Der sogenannte nicht zum Verzehr gedacht Pakt. Ach so, ich verstehe. Dann bist du sozusagen Vegetarier. Mir geht es blendend. Uhu. Verstehe. Nicht sehr überzeugend. Das ist mir... Der Gedanke ist mir vorher noch gar nicht gekommen. Eulen und Mäuse? Ja, vielleicht nicht so die beste Option, die zusammen in einem Dorf zu haben. Was war das? Stapel Bücher. Gibt's noch andere Bücher? Hey, Leselektüre. Harry Potter und die Kammer. Ja, das ist ein Ob man das tut. So, dann gucken wir mal durch die Münze. Das haben wir, 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 das haben wir. Fertig. Ja, gut. Dann gehen wir halt mal wieder raus. Diese Mini-Eule ist geil. So, du bist bestimmt unser Briefbote. Gucken uns jetzt erstmal den Brief an. Der Marquis hat gesagt, ich soll sie verschicken. Die Einladung sieht echt alt aus. Da steht in geschwungener Schrift: Liebe Leute, lest. Ein Schüler ist gekommen in den Mäusewald so grün. So lasst beginnen das Wipfelfest mit Speis und Trank und laut Gesang. Soll wohl Gesang heißen.
Naja, künstlerische Freiheit. Der Marquis sagt, ich darf sie nur auf einem verschlossenen Umschlag kleben, in dem die Einladung steckt. Ich frage mich, warum. Ja, er wird dann bestimmt ein Eigenleben entwickeln oder ähnliches. Bist du jetzt der Postbote? Entschuldigung, aber... Keine Zeit! Heute Abend und ich... Nein, anscheinend nicht. Gut, ich denke mal, das ist die Bäckerin, oder? Wenn das ein Café ist. Oh, schön, mit Kopf einziehen. Hier riecht's aber gut. Und irgendwie auch nach Kräuterbonbon. Nanu? Die kennen wir doch. Oh, wir können wieder. So, was mit gesunden Küchlein. Mhm. Irgendwas stimmt hier nicht. Ein ganzes Fass voll mit kleinen Kuchen. Und niemand da, der sie isst. Seltsam, was? Diese Lapsküchlein sind Ullis Lieblingskuchen. Mit Kräutern aus der Apotheke. Probier mal. Komm schon. Nur mal dran knabbern. Tut mir leid, aber ich möchte lieber nicht Labormaus für die Napfküchlein sein. Labormaus? Ist das ein Wissenschaftler dort, wo du herkommst? Nein, das sind... Sag's ihr nicht. Nicht so richtig. Besser als... Hallo. Die Maus ist ganz in Gedanken, wenn sie herumläuft. Sie merkt gar nicht, dass ich da bin. Pflaster. Ach, das ist eine Kräuterapotheke. Aha. Warum ist auf der rechten Seite die Apotheke und auf der linken Seite diese Experimentierküchlein? Das macht mich ja dann doch ein wenig skeptisch. Einmal heißer Kaffee. Das klappt so nicht. Einmal heiße Luft. Tut mir leid, aber ich möchte lieber nicht Labormaus für die Lampenküchlein sein. Und jetzt klauen wir den Schlüssel oder auch nicht? Doch, jetzt. Den Schlüssel lasse ich besser hängen. Ich will Magier werden und kein Schlüsseldieb. Hierzulande wird man bestimmt zu 1000 Runden im Laufrad verurteilt. Ja, noch hast du gut lachen. Trocknetes Teegebäck noch eins. Also mit dem Kundenservice hier, das müssen wir wirklich nochmal üben. Da ist wieder der Mausweitfunk. Es ist aus. Achso. Willkommen. Kein Empfang. Sendepause. Ja. Anja. Mein Name ist Anja. Willkommen in meinem kleinen Baumstammcafé. Hallo, ich bin Jenny. Du bist ja zuckersüß. Oho. Nicht, dass sich der Jerry noch von dem Mäuschen vernaschen lässt. Das Geräusch eben, das klang ja gefährlich. Aber ja, gefährlich lecker. Ich erschaffe etwas, was kein Mauswalder bisher gesehen hat. Explodierende Kekse. Wäre eine explodierende Torte nicht besser? Vertrau mir, Zuckerstück. Es wird pfannkuchentastisch. Ich hoffe, der Junge, den ich babysitte, wird auch ordentlich Spaß daran haben. Der kleine Humbert ist etwas schwierig. Alle denken, er wäre ein gemeiner, verzogener Junge. Aber für begabte Kinder ist es sehr schwer, unterfordert zu sein. Vielleicht bringen Ihnen meine neuen Kekse etwas auf Trab. Mhm. Was diesen, unterforderten Humbert angeht. Hast du ein interessantes Hobby für Humbert gefunden? Noch nicht. Leider. Oh, schade.
Aber die Kekse sind garantiert ein explosives Geschmackserlebnis. Ich soll Blausaft und Gebäck fürs Wittelfest bestellen. Oh, ist es schon wieder so weit? Wie schön! Ich werde viele, viele Napfkuchen backen. Und wie ist es mit diesem Blausaft? Tut mir leid, Zuckerpflaume. Aber da musst du die Zwerge fragen gehen. Die haben seit Tagen schon keinen Blausaft mehr geliefert. Sie wohnen am anderen Ende des Kaltwasserbaches im Dunkelwald. Na dann werden wir da mal gleich mal hingehen. Oder? Später mal hingehen. Vorher schauen wir uns mal das an. Baldrian. Ulrichs Schlummertrunk. Baldriantropfen. Da steht, ein Fläschchen kostet einen Laubtaler. Ich habe keinen Laubtaler. Nicht einen einzigen. Dann werden wir bestimmt später noch brauchen. Leer. Schicker Pilz. So wie es da riecht, sind in den Töpfen bestimmt getrocknete Gewürze und Kräuter drin. Ich weiß genau, dass du irgendwo da draußen bist. Komm bald wieder. Solange passe ich auf deinen Garten auf. Nein, diesmal kein Geister. Hallo, Herr Maulwurf. Guten Tag, mein Freund. Moment, Ihre Stimme kenne ich doch. Ludwig Gräber, der Name. Fellesumpf 103.5. 5. Maulwurf am Morgen, Maulwurf am Mittag und Maulwurf am Abend. Stimmt. Ich hab Sie schon mal im Radio gehört. Ja, leider ist der Sumpfweg immer noch überschwemmt. Dabei würde ich so gerne wieder auf Sendung gehen. Ich sende nämlich aus dem Sumpf, weil die Krähen meinen alten Sender zerpflückt haben. Ja, die Krähen scheinen hier ein echtes Problem zu sein. Sie sind also Radiomoderator? Ja, ist der Sumpf immer noch überschwemmt. Dabei würde ich so gerne wieder auf Sendung gehen. Ich sende nämlich aus dem Sumpf. Welle Sumpf, Maulwurf ab, Maulwurf um. Ja. Gibt es Hoffnung, dass Sie bald wieder auf Sendung gehen? Mit all der Nässe, die im Sumpf in meinen Sender zieht? Niemals. Jemand könnte sich über meine feuchte Aussprache beschweren. Was? Aber Ihre Fans? Über meine wässrigen Witze. Wie werden Sie den Fans erklären, dass Sie aufhören? Mit feuchten Augen. Weil alles überflutet ist, nicht Der war mal? Gut. Nein, weil es wirklich traurig ist. Oh, Sie können doch nicht einfach aufgeben. Mach ich auch nicht. Knack dir ne Nusshörnchen, wie die Jugend heute sagt. Nein, um mich dazu zu bringen, meinen Sendebetrieb einzustellen, müsste man mir Arme, Beine, Mund und Bauch haben. Ja. Ich wollte auch immer mal zum Radio. Das ist die richtige Einstellung. Wenn du mit mir zusammen moderieren willst, solltest du pfiffig sein. Pfiffig? Ja, versuch einfach mal mir eine Vorlage zu geben, die ich gekonnt. Ja. Gut, dann, Ja? Ich, was soll ich denn sagen? Was Lustiges. Ah, okay. Also, warum überquert das Huhn die Straße? Das wird nichts. Der Witz kommt hier in Mauswald sehr schlecht an. Vertrau mir. Oh, okay. Versuch mal, was Passendes für unser Publikum aufzutreiben. Dann probieren wir es nochmal. Okay. Ich muss dann mal weiter. Auf bald und denk dran. Fellesumpf 103.5. 5. Maulwurf am Morgen. Ja, Mittag und am Abend. Schon klar. Tierwitze sind hier wahrscheinlich nicht so der Bringer. Da hängt ein Schild. Dach der Rasse gesperrt. Gefahr der Entführung durch Krähen. Das klingt nicht gut. Denken Sie dran. Es gibt keine Probleme, nur Herausforderungen. Ja, aber das Risiko eines Krampfes besteht doch immer noch. So, gehen wir mal erstmal. Halt, Moment. Ist das? Nein, kein Bild. Okay, gehen wir erstmal raus. Es gibt hier ja noch einiges zu entdecken. Ich muss sagen, es ist
richtig wunderschön, wie das hier alles gezeichnet ist. Es ist irgendwie alles so schief und krumm und aber trotzdem, ja, es passt einfach zu der Thematik. So könnte man sich so richtig so ein kleines Kinderbuch oder diese ganzen Kindergeschichten vorstellen. Hübsch. Auch diese Detailverliebtheit hier so mit dem Wassertropfen hier oben, die Blumen, die hier mit im Geländer stehen. Ist die Uhr weitergelaufen? Ich hoffe nicht. Das wird ja kein Spiel mit Zeitbegrenzung sein hier. Ich gucke mir doch immer gerne alles an. Ganz besonders, weil ich ja grundsätzlich überall zweimal hin muss, weil ich beim ersten Mal nicht alles bzw. manchmal nur die Hälfte sehe. Hallo, Kanonier. Hallo? Wie? Was? Nein, keine Krähen. Hat da jemand was gesagt? Ich glaube, für eine richtige Unterhaltung muss ich da irgendwie hochkommen. Garantiert der andere Weg. Bewaffnete. Ein Mausmusketier. Woher kenne ich das? Das kommt mir irgendwie bekannt vor. Narnia? War das Narnia, wo die kleine Maus, Riepkischieb oder irgendwie so? Ich weiß es nicht mehr. Müsste ich nochmal nachgucken. Da gab es auch so eine kleine militante Maus. Ein großer Wels. Da tümpelt und dümpelt ein dicker Fisch am Grund des Baches vor sich hin. Ich glaube, der wartet, dass ihm jemand die Schleuse aufmacht. Wenn ihr Narnia gelesen habt, könnt ihr mir auch gerne in die Kommentare nochmal den Namen schreiben. Ich werde das dann beim nächsten Mal aufnehmen. Noch eine Statue. Sieht aus, als ob diese Steinäuglein schon viel gesehen haben. Stadtwache mit Blatt. Willkommen im Mauswald, Neuankömmling. Dein Freund mit den roten Augen kam mir irgendwie bekannt vor. Hier ein gut gemeinter Rat von mir für euch. Bleibt lieber in der Stadt. Die Krähen kreisen heute niedrig über dem Wald. Das ist also eine ganze Stadt passt unter den Baum. Wer sich da oben in der Krone des Baumes einen Kobel baut, hat sicher einen super Ausblick. Ich frag mich, ob Eichhörnchen und Mäuse bei uns auch so wohnen. Bin ich bei uns im Wald zu Hause etwa immer nur falsch abgebogen? Ist ein Kobel sowas wie ein Nest oder eine Bude oder ein Aussichtsturm oder so? Sagt mir ehrlich gesagt nichts. Eine Pforte. Von hier aus wird das nichts. Na gut, ich sehe schon, wir werden einmal rumgehen müssen, aber vorher. Nein, doch, da gibt's noch eine Statue am Bach. Von hier aus wird das nichts. Aber du bist doch auf der richtigen Seite. Ach, na gut.